Und herzlich willkommen zu meinem zweiten Let's Play. Wie ihr euch denken könnt, ist hier schon mal wieder die Lünni. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt erstmal mit dem Gilden Raid 28 bei der Gilde Deep Inside an. Ja, ich habe mal kurzfristig die Gilde gewechselt, um den Jungs und Mädels da ein bisschen zusammen mit anderen First Classlern unterstützend unter die Arme zu greifen. Naja, schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an. Eieiei. Naja, das sieht noch so weit ganz gut aus. Eieiei. Ja. Sind halt auch ein paar kleinere mit dabei, wie man sehen kann. Aber geht soweit ganz gut vorbei. Und der nächste Platz. Haut rein. Weiter. Und den Aasgeier auch weg. Naja, passt. Oh, die Waffe muss ich mir nochmal angucken. Ah, okay. Naja. Und weitermachen. Immer weiter auf die Mütze. Da ist auch schon der kybernetische Zombie. Der Endboss dieses Dungeons. Schauen wir mal, wie viel Platz wir dann noch haben. Weiter, immer weiter. Ja, immer auf die Mappe. Und die Sackratte bekommt auch noch eins auf den Kopf. Nicht in andere Weichteile. Sehr schön. Ja, der steckt ganz gut ein jetzt gerade. Schauen wir mal. Und jetzt ist auch schon der Zombie da. Ja, der hat ein bisschen mehr Leben als die Gegner vorher. Mal schauen, was wir ausrichten können. Los, Kai. Margo! Go, go! Naja. Und fast! Jeremia! Jawohl! Und da liegt er im Staub. Gut. Dann jetzt mal zurück zum eigentlichen Sinn und Zweck dieses Videos. Mein Let's Play! So, dann jetzt einfach mal zurück zum eigentlichen Let's Play. Ja, erstmal ein bisschen Spüli in das Klo auf S3. Alu anmachen. Noch kurz in der Gilde checken. Ach, hier gehen jetzt alle ins Bettchen. Ja, S4. Spülen. Oh, hier kann ich mal ziehen. Drückt mir die Daumen, dass was wird. Ah, schade. Aber, nee. Direkt wieder was fürs Klo. Und ihr seht hier auch schon diesen tollen Super-Guru über den Kopf der Questgeber schweben. EP-Event ist angesagt dieses Wochenende. Fast oder meistens doppelt so viel EP. Juhu! Gut, dann S5 eben noch. Ah, da müssen wir gleich nochmal nach einem Item blättern oder gucken zumindest. Ja, Alu anmachen. Ja, wie ihr seht, meine Charaktere sind alle ein bisschen weitergekommen. Als 15 müssen wir auch gleich noch ein Item suchen. Alle ein bisschen aufgelevelt. S3 halt nicht so stark. Kann man sich ja denken bei Level 318. Gucken wir mal schnell noch in die Läden. Was die denn heute so sagen? Ah, Lebenstrank. Meins mitnehmen. Ja, na, S3 ist nicht so glorreich dabei. S4. Nee. Schuhe. Auch nicht. Zauberladen. Auch nichts weiter drinnen. Vor allen Dingen, meistens gibt es dann die Epics nur auf den Slots, wo schon Epics drin sind. Aber hier gibt es anscheinend gerade gar keine Epixe. Naja. Oh, neues Schmuckstück. Eine Perücke. Juhu. Und da haben wir doch gleich das Item zum Spülen, wenn die Alu durch ist. S15 noch schnallen.
Nee, nicht. Oh, Stärketränke ohne Ende. Einfach mal mitnehmen und schlucken. Kann ja nicht verkehrt sein, in Anbetracht dessen, dass ich mit euch, wenn die Alu hier gleich durch ist, mal in den Dungeon gehen möchte. Vielleicht gibt es ja diesmal was nicht wie vor 4 Wochen. Ja, ansonsten, ja, altbekanntes Spiel. Die Pilze neigen sich immer noch dem Ende. Ist halt so, wenn man auf den kleinen Servern nichts kauft. Gildenkämpfe noch annehmen. Auch eine sehr gute Idee. Machen wir das doch nochmal schnell. Wo es sich lohnt, da haben wir schon. Hier ist eh nichts los auf S15. Naja, dann warten wir jetzt einfach noch die Alu ab. Und dann geht's in den Dungeon. Und dann können wir auf S5 und S15 noch was im Eimer schmeißen. Leider kann ich da nicht ziehen an der Schnure. Naja, kann man nichts machen. Okay, S5, ab in den Dungeon. Wer ist es? Ach, der Chef von der Hölle. Mal gucken, wie es heute abgeht. Ah, ohne Kritz wird das nichts hier. Naja. Okay. Weiter mit der Alu. Ach, hier können wir gleich noch Tränke einwerfen. Das Geflügel-Elixier hebe ich mir dann einfach fürs nächste Mal auf. Hier sind schon alle Tränke drin. Sehr schön. Naja. Und ja. Erstmal nochmal vielen Dank für die ganzen vielen Abos hier bei uns auf Derafins Channel. Wir haben uns echt tierisch gefreut. Ja, es geht voran. Alles wird besser. In 2 Wochen macht dann der Dera wieder sein Let's Play. Zwischendurch immer wieder vielleicht kleine Updates. Schauen wir einfach mal, was sich ergibt, ob sich irgendwas ergibt. Naja. Ja. Da hat wohl einer mal wieder ein Level up erreicht. Gut, dann heißt es jetzt noch ein bisschen schauen und machen und tun. Hier ist die Alu gleich durch. Oh, ich könnte mal gucken. Doch, der läuft noch 7 Tage. Oh ja. Naja. Und, ah, mal wieder ein Pilz. Sehr schön, sehr schön. Alu wieder an. Ah, nehmen wir mal die, die ist besser. Guti. Hier läuft es immer noch ein bisschen. Ihr kennt das ja sicherlich alle mit dem Warten, bis die Questen durch sind, dass man mal wieder was klicken kann. Naja, man klickt halt so vor sich hin, nicht? Yay, auch ein Pilz. Und dann gehen wir hier auf S4 auch nochmal schnell in den Dungeon. Oh, der Führerhaufen. Eieiei, mal gucken, ob es was wird. Krette! Krette! Na, geht doch. Und noch einer. Na? Und? Yay! Geschafft! Aber kein Epic. Naja, wenigstens ein paar EP. Level up! Und ein neues Bildchen fürs Sammelalbum. Juhu! Alu, Alu. Nehmen wir die. Die sieht gut aus. Yay. Hier sind wir auch durch. Und dann gehen wir ja auch noch in den Dungeon. Welchen nehmen wir? Welchen nehmen wir? Ich nehme jetzt einfach mal den Kranken. Den Endboss aus dem kranken Baum. Den grausigen Giftgremlin. Um euch das Elend hier des Kriegers mal zu ersparen. Naja. Hat nicht sollen sein. Machen wir auch noch mal schnell Alu an. Und in dem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal hier auf Derafins Channel. Nicht vergessen, in 2 Wochen gibt es dann wieder ein Let's Play von Derafin. Und ja, über Kommentare freuen wir uns natürlich immer sehr, auch über Wünsche und Anregungen und auch Kritik. Dann sage ich mal schönen Sonntag noch und bis dann. Tschö!